Hallo an die Fischegeborenen. Wir schauen hier in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenkt, es ist allgemein und es ist kollektiv und das kann nicht auf jeden zutreffen. Aber du kannst gerne am Ende der Woche nochmal vorbeischauen für einen kleinen Rückblick. Liebes Universum, was darf hier für den einen oder anderen Fisch in der kommenden Woche eine Rolle spielen? Ja, der Mond. Manchmal ein bisschen das angstvolle Vorausblicken in einen neuen Zyklus. Jeder Vollmond bringt einen neuen Zyklus in die Vollendung. Ah, interessant. Und das Neue, was sich ankündigt, kann natürlich auch manchmal ein wenig beängstigend sein. Vor allen Dingen, wenn wir hier den Ring liegen haben. Ja, es geht um Partnerschaften, Verbindungen. Es kann aber auch manchmal der Vertrag sein bezüglich einer Angelegenheit, die dir wichtig ist. Ja, dass etwas dingfest gemacht wird. Und wir haben die Eulen. Ja, manchmal so ein bisschen der kleine Kummer, der eine Rolle spielt. Getratsche könnte eine Rolle spielen, ja, aber auch eine Kommunikationskarte. Also hier wird kommuniziert und es gibt ein bisschen Aufregung in dem Leben. Ja, wie gesagt, neuer Zyklus. Neuer Zyklus wird anders und muss natürlich erkundet werden. Ah, ja. Die vier der Stäbe sagen, es ist Zeit, ein wenig offener zu werden, Klarheiten zu schaffen und natürlich deine eigene Identität einbringen. Der Mond ist ja auch ein Symbol für deinen Verstand. Wie klar ist dein Verstand? Wie klar sind deine Wünsche, deine Träume? Ja, wie klar definiert bist du, um dich hier auch einzubringen? Und wo wir mit dem Ring auch das Thema der alten Verbindung haben, haben wir hier auch noch eine notwendige Einsicht, die gewonnen werden darf. Hier sieht es so aus, als wenn eine alte Verbindung raus muss. Ja, die liegt immer noch in deinem Verstand fest. Sorgt natürlich dementsprechend auch immer noch so für ein bisschen Kummer. Vielleicht liegt hier sogar gerade eine frische Trennung im Kartenbild von einem oder anderen Fisch. Nichtsdestotrotz muss es rausgehen, weil erst dann ist auch wieder eine gescheite Kommunikation in dir und auch nach außen möglich. Der Stern steht für eine Vision. Der Stern mahnt aber auch, bitte behalte die Bodenhaftung. Weil wenn du irgendwo rumfliegst, ja, und keinen Boden unter den Füßen hast, dann lebst du eine Illusion. Deswegen ist es wichtig, für eine gute, klare Kommunikation immer die Füße auf dem Boden zu halten und auch realistisch zu sein. Und jetzt soll ich gerade sagen, sei mal wirklich realistisch, was jetzt deinen Ex-Partner angeht. Möchtest du den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wirklich wieder zurückhaben? Ich soll dir diese Frage gerade stellen. Frag mich bitte nicht, warum. Ich habe auch das Gefühl, als wenn hier irgendjemand schon sehr, sehr lange diese alte Verbindung noch innen aufrecht hält. Wie viele Chancen hast du schon verpasst in der Zwischenzeit? Auch bei euch fällt hier die Erfolgskarte, 6 der Stäbe. Dein neuer Zyklus erfordert Offenheit. Offenheit für das Neue. Und bringt dir auch Erfolg. Hier geht es darum, fleißig wieder zu sein. 8 der Münzen ist natürlich die Talent- und Fleißkarte, aber auch eine Karte, die jetzt zeigt, es ist Zeit wieder für ein wenig mehr Action in deinem Leben. Das muss nicht unbedingt per se jetzt mit einer neuen Person sein, aber es kann dich auch beruflich voranbringen, wenn du aus dieser desaströsen Lage herauskommst. Ja, wenn du diese alte Verbindung aus deinem Kopf rausnimmst, was passiert nämlich dann, wenn du nicht mal 24/7 darüber nachsinnst und dich in deinem eigenen Schmerz wälzt? Du hast den Kopf wieder frei für neue Dinge. Und hier heißt es jetzt mit den 2 der Münzen auch in den Wandel reinzugehen, dich zu wechseln. Und natürlich auch wieder den Fokus auf die wichtigen Dinge des Lebens zu lenken, weil du selbst kannst nicht hier rumbalancieren und gleichzeitig darauf aufpassen, dass du hier nicht runterfällst oder gar dieses kleine Äffchen hier verletzt. Wenn du nebenbei den Kopf voll hast, dann bist du unkonzentriert. Also wäre es gut, jetzt wieder den Fokus auf dich zu lenken und auf dein Können zu lenken.
5 der Schwerter. Konfrontation und Provokation. Lerne aus der Vergangenheit. Und es ist natürlich auch eine Karte, die sagt, hey, es gibt im Leben Niederlagen. Die Frage ist nur, bleibst du weiterhin am Boden liegen oder stehst du endlich wieder auf? Hier heißt es, wandel mal deine Perspektive. Geh mal wieder zurück in deinen eigenen Optimismus, in deinen Optimismus. Ja, wie warst du vor dieser Person, in Anführungszeichen? Das ist natürlich die Frage, wie war bis jetzt deine schicksalhaften Entscheidungen? Wie war dein Schicksal bisher? Das ist natürlich ein Resultat deiner Entscheidungen. Aber gehe einfach mal zurück. Veränder mal so ein bisschen die Sichtweise. Und wie gesagt, denk mal darüber nach, wie es wäre, wenn du einfach mal wieder ja, deinen Verstand klärst. Wie gesagt, lerne aus der Vergangenheit. Und dann fällt hier auch das männliche Pendant zur Hohen Priesterin, der Hierophant. Es darf jetzt wieder ins eigene Vertrauen reingehen, auch ins eigene Gewissen reingehen, raus aus der Fremdsteuerung, ja, nicht mehr an der Vergangenheit festhalten und in der Hoffnung leben, es ändert sich irgendwas. Nein, es wird sich nichts ändern, wenn du dich nicht änderst. Solange bleibst du in dieser Negativenergie, in dieser negativen Einstellung und bist natürlich auch nicht im eigenen Vertrauen. Wie gesagt, denk dran. Hier läuft jemand sonst Gefahr, eine Illusion zu leben. Und wie gesagt, du sollst dich einbringen. Und das kannst du eben nur, wenn dein Verstand klar ist, wenn du dich um dich kümmerst. Und es ist wichtig, besonders nach einer Trennung, sich erstmal wieder um sich zu kümmern, dich wiederzufinden. Viele Menschen verlieren sich nämlich, sind anderen Menschen gefällig. Und das kann der Fisch besonders sehr, sehr gut. Im Groben gilt natürlich auch nicht für alle, bevor hier wieder jemand weint. Aber wenn du dich aufgibst, dann musst du dich erstmal wieder zusammenpuzzeln. Und das geht nur, wenn du das Alte gehen lässt. Weil vorher wird das auch keine neue Option. Schöne neue Woche.